Nur um mal zu zeigen, wie geil eigentlich das ganze Repository-System von Arch ist, mal ein Beispiel, was bei mir eigentlich so im Alltag mal auftritt. Ich suche gerade nach UPnP-Geschichten, wie man Videos auf TV und so weiter streamt. Und in der Wikipedia findet man eine schöne Liste an verschiedenen Sachen. Für Linux ist nicht viel dabei. Totem konnte das mal, ist aber rausgeflogen, weil sich niemand mehr darum gekümmert hatte. Und jetzt trifft man hier auf verschiedene Cross-Plattform-Sachen und unter anderem auf Kinski. Etwas für iPod, iPad, Windows, macOS, Linux, Android und Pocket PC. Wenn man da mal nachguckt, sieht man da eigentlich eine ziemlich geile App, gibt verschiedene Dinge. Und wenn man da mal ein bisschen weiter nachguckt, in die Download Now-Ecke, findet man Windows Exe zum Installieren, für was für macOS, man findet fertige Binaries für Android und so weiter und man findet auch etwas für Debian. Nix für Arch dabei, aber da kann man ja mal nachgucken. Also, man kann das Ganze mal anschmeißen. Theoretisch könnte man erstmal bei im normalen Repositories von Arch nachgucken. Pacman-SS Kinski. Wird nichts gefunden. Man hätte aber auch gleich inklusive Yard, also inklusive dem AUR suchen können. Hinten des Kommandos sind sie selber, das ist ganz praktisch, man muss sich da eigentlich nicht neu groß umstellen. Und siehe da, Treffer. Jetzt ist das, das Installieren aus dem AUR wird das Binary, also ist kein fertiges Binary, sondern es wird zum Teil kompiliert. Man muss dann immer wieder einige Fragen beantworten. Das ist ein bisschen nervig, denn wenn da mehrere Abhängigkeiten dabei sind, die auch kompiliert werden müssen, muss man immer wieder fragen, ja, willst du die Bilddateien einsehen und so weiter. Ist ein bisschen doof, weil man kann nicht einfach vom Rechner weggehen. Deswegen in dem Fall PackR kann man anschmeißen. Noch ein Tick praktischer, denn das Ding sucht die normalen Arch Repositories, es sucht auch AUR durch und baut das Ganze auch noch viel einfacher. Syntax ist auch wieder selber. Ich schmeiße hier einfach jetzt das S für Search hinten raus und sage, bau mir mal Kinski. So, er sagt es, okay, wurde hier nicht in normalen Repositories gefunden. Er sucht im AU, hat er gefunden. So, ich habe jetzt das Programm 4.3.13.1, 4.3.13, also nicht ganz aktuell, aber es ist praktisch der identische Build zum Debian-Paket hier. Abhängigkeiten werden benötigt, das Ganze sagte mir, was das mir auch dauern soll. Ja, ich möchte es machen, so jetzt ist halt die Geschichte von diesen Package-Builds, ob man das jetzt angucken oder modifizieren will. Ich will es gar nicht jetzt gucken. Das müsste ich auch jetzt mehrmals machen, wenn es wie gesagt Abhängigkeiten gäbe. Ich gebe mein Passwort ein und er fängt an, das Ganze runterzuziehen. Das passiert auf Mono, der Download wird jetzt leider einen Tick dauern, aber na gut, 20% sind wir schon dabei. Insgesamt finde ich das alles super, also es ist nicht komplizierter, großartig als apt-get, install, was auch immer. Also ich persönlich habe das meistens so und so benutzt, weil mir das alles mit Software Center und so weiter zu lange dauert, weil ich weiß meistens so und so, was ich haben will. Apt-get, search, was auch immer. Und dann das Ganze mit installieren geht deutlich schneller als das Software Center zu starten. Wenn man unbedingt eine grafische Umgebung braucht, dann kann man ja auf Synaptic zurückgreifen. Ist nicht ganz so hübsch und einfach, aber meistens schneller. Ja, es ist installiert. Und mal gucken, ob das funktioniert. Ich habe keine Ahnung, was das Ding jetzt eigentlich macht und wie man es aufruft. Das wird nicht gefunden. Kinski. Aha, okay, da ist was. Es passiert auch irgendwas. Frag mich jetzt bitte nicht, was das jetzt für ein Programm ist, wie gut oder schlecht oder was auch immer. Ich wollte es einfach nur mal testen. Ich wollte das Ding einfach nur mal da haben. Und ja, wie man sieht, es hat funktioniert. Für ein Programm, was kein Schwein kennt. Und wofür ich mit Sicherheit Kinski, auch kein PPA oder sowas für eine gute Debian-Datei, die kann ich natürlich auch unter Ubuntu installieren, aber nichtsdestotrotz geil. Jo, das war's erstmal zum AUR.